Heute kommt zurück in Final Fantasy 8. Ich habe mal Karten gespielt gegen die Card Queen, die war ja in Winhill, hier unten, und habe eine Karte verspielt, mit Absicht, sogar zwei, aber ich wollte eine verspielen, aber egal. Sie ist endlich mal in Dowlet, die Gute. Und was sie damit auf sich hat, erzähle ich gleich. Denn das ist etwas Besonderes, wenn sie nach Dowlet zurückkehrt, die gute Dame. Ja, das ist sehr was Besonderes. Hallo. Center-Regeln vermischen. Ich glaube, da waren die Random-Hand-Regeln noch, ne? Yep. Na super, das ist die Plus-Regel hier. Egal, ich habe gespeichert, wenn es irgendwie blöd wird. Die Random-Hand-Regel wird hier noch nerven werden. So, ich war schon ewig nicht mehr in Dowlet. Schon ewig nicht mehr. Was war dieser Torpunkt? Ach, Schweigen? So. Was hat das mit auf sich? Also, in Dowlet ist mehr oder weniger die Heimatstadt von der Card Queen. Und da kann man was Schönes machen. Ach, hier kann man shoppen. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Ja. So, das müsste hier sein. Erster Stockwerk oben. Da müsste die Card Queen sein. Ja, hier ist sie. Einer von denen müsste ihr Vater sein. Er will Karten spielen. Also Kneipenbesitzer. Okay, er will Karten spielen, der Kneipenbesitzer. Da geht's zu den Privaträumern. Über deinen Vater will ich gerne was wissen. Mein Vater ist Zeichner in dieser Stadt. Er zeichnet heute Sonderkarten. Wenn ich eine Mokri-Kit-Karte hätte, könnte mein Vater daraus eine Sonderkarte machen. Ja, und das ist ein Tipp. Man soll an die Card Queen eine bestimmte Karte verlieren. In diesem Fall die Mokri-Kit-Karte. Wenn man die verliert, kommt eine neue Karte im Umlauf. Das Problem ist, ich dachte, das passiert viel früher. Man muss aber in Dowlet sein, damit das passiert. Erstens und zweitens, die Random-Hand-Regel wird das Ganze ein bisschen, ich sag mal, fast unmöglich gestalten, wenn man nicht die Karten umwandelt. Weil ich muss ja die Mokri-Kit-Karte spielen, keine andere. Ne? Sie will die Mokri-Kit-Karte, die habe ich ja. Soweit ich weiß, Diablos habe ich nebenbei verspielt. Minotaurus habe ich umgewandelt, Katze Gott habe ich verspielt an sie. Da ist die Mokri-Kit-Karte, die muss ich jetzt verspielen. Das Problem ist, die Random-Hand-Regeln. Das ist hier ein massiges Problem. Ein Random Hand sagt einfach, ja, du hast irgendwelche Hand. Und jetzt muss ich warten, bis ich die Mokri-Kit-Karte in der Hand habe. Und das kann dauern. Das kann lange dauern. Das Problem ist, dass ich jetzt die Quasi-Kotte-Karte habe und ich sie gewinne. Dann reißt die wieder woanders hin und das gilt nicht mehr mit der Mokri-Kit-Karte. Ziemlich gemein eigentlich. Na gut, ich versuche das mal. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Ich hab's hingekriegt. Oh mein Gott, ich werde weg. Ja, ich hab's hingekriegt. Die Random-Hand-Regel ist jetzt out. Es hat mir zu lange gedauert. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde probiert, diese Karte zu kriegen in die Hand. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich versuche jetzt mal die Random-Hand-Regel auszulöschen hier. Und ich hab's hingekriegt. Wie ich das gemacht habe? Erkläre ich euch gleich, wenn ich in Ragnarok bin. Ich will jetzt mal erstmal die Karte verlieren und die Karte gewinnen. Boah, das hat gedauert. Ich musste gerade viel mit einem Shirum spielen. Unter anderem. Meine Güte, das war jetzt ein, boah. Unter anderem ist jetzt auch die Elementregel raus, aber egal. Die Random Hand Regel ist hier weg. Das ist das Wichtigste, was er je, Moment, warte. Bevor ich jetzt spiele und Blödsinn mache, speichere ich mir das. Weil die Random-Hand-Regel rauszulöschen in einen Ort, wo ich öfter hin muss, ja? In diesen Karten. Das muss ich mir einfach speichern. Hallo? Wäre blöd, wenn ich das jetzt nicht tun würde. Und ich diese Random-Hand-Regel nochmal raushauen müsste. Ich will nichts sagen, aber das mit dem Raushauen ist so eine Sache. Habe ich ja schon mal erzählt, vor einigen Parts. Das ist wirklich schrecklich, wie man das machen muss. Man muss sich neue Regeln holen und schauen, dass entweder die hinzugefügt wird
oder seine gelöscht wird. Das wissen wir schon. Ich habe öfter hingekriegt, dass eine Regel hinzugefügt wird. Öfters war es Same, Elementregel, Plusregel. Wallsame habe ich lustigerweise noch nirgendwo verbreitet. Was ich überhaupt nicht verbreiten will, ist Random Hand. Ja, wer will das schon verbreiten? Ich meine, hallo, Random Hand, das ist einfach nur dumm. Einfach nur dumm, diese Regel. Wer die eingeführt hat, der will ich schlagen. Ha, gut, habe ich das erledigt. Das war ein Quest. So, Card Queen, ich muss meinen Vater fragen. Das wurde nämlich nicht gespeichert. So, Muggelkit-Karte verlieren. Gut. Regeln in diesem Gebiet. Open, Sudden Death. Und das war's. Sie will Same verbreiten? Du kannst mir. Oh, ich darf endlich selber auswählen. Oh nein, nicht die Direct-Regel, bitte. Nicht Direct. Diff, besser. Und ich darf endlich wieder aussuchen, welche Karten ich spiele. So, Muggelkit-Karte. Die wird sie ja haben und als Rest nehme ich irgendwelchen Müll. So. Ist mir egal, ich will einfach nur diese Karte verspielen. Da, das kann es haben. Ist mir jetzt egal, dass er auf Diff ist, das heißt, ich kann mir jetzt eine Karte verlieren, aber. Ist mir jetzt einfach egal, kannst haben. Gönn dir richtig, Karten, gönn dir so richtig. Bitteschön. Muggelkit-Karte verspielt und jetzt wird eine neue Karte erstellt. So, die Karte, die ich jetzt verspielt habe, die Muggelkit-Karte, die hat sie nicht sie. Ja, sie selbst hat sie nicht. Die hat jemand anderer. Sie wird jetzt nach Galbadia reisen. Okay, Moment. Ich weiß noch mal. Ich schaue kurz mal nach. Okay, sie geht nach Delingsette. Ich habe mal eine Mitschrift rausgeholt. Gut, du kannst dorthin gehen und ich werde mir dort eine Karte zurückspielen, die ich verloren habe an dir, ja? Die will ich wieder haben. Da muss ich eigentlich nicht stehen. Ich war jetzt gerade unter den Tresen. So, die Karte, die ich zurückspielen kann, also die Muggelkit-Karte, die ist hier auch in Dollet. Es ist nämlich am Strand ein kleiner Junge. Und zwar, ich weiß, ist es der Sohn von der Card Queen, so genau weiß ich das auch nicht. Ist es nämlich der hier, glaube ich, der hier an der Ecke steht. Erreicht man nur, wenn man hier zwei Bildschirme geht. Wie reiche ich denn? Das ist eine gute Frage. Hey, Freundchen! Ich will verstecken! Heute gewinne ich! Ich muss aufs Klo! Ich halte mich mehr aus! Gefunden! Tja, verkackt. Habe ich die Hose gemacht? Warst das nicht du mit den Karten? Nein? Du warst weit am Strand. Es war auf jeden Fall ein kleiner Junge. Oder irgendjemand, der klein wirkt. Du vielleicht? Schau mal. Also schön, wieder selber Karten auswählen zu dürfen. Meine Güte. Und ja, die Bahamut-Karte habe ich ja auch. Seit geraumer Zeit. Ich nehme mal. Levitan, Diabolos. Die guten Karten habe ich nicht mehr. Jetzt muss ich ein bisschen variieren. Meine Güte, ich muss variieren. Karten kann ich nicht mehr. Na gut, dann schaue ich mal, wo ich die Mogelkarte kriege. Von dir oder von den anderen? Schauen wir mal. Ha, gefunden! Es war nicht am Strand, sondern es war im Künstlerhaus. Zeige euch gleich, wo genau. Gut, versuche ich mal die zurückzuspielen. Das könnte ein bisschen kniffliger werden. Ja, nur ein bisschen. Oh, lass mal sehen. Lass mal sehen. Alexander mal in die Ecke. Ja, Alexander ist auch so eine Eckkarte für links unten. Also wie der. Nur andere Werte. Die steche ich gleich? Fragezeichen. Kann er wieder zurückstechen, aber dann habe ich irgendwie schon was gefunden. Herbert, bitte! Er kann sie zurückstechen, erwartet. Dann will ich die wieder haben, dann kann wir zurückstechen. Oh, er will nicht! Dann nehme ich die auch noch. Bitte sehr. Dankeschön! Die Muggelkit-Karte endlich wieder zurück. Hat gar nicht so lange gedauert. So, gehen wir her mit.
So. Und ist es hier mit dem Motiv beim Künstlerhaus neben dem Strand? Ich habe es falsch aufgeschrieben. Es ist, naja, ein Bildschirm hier nach oben und das Häuschen da rechts. Ja. Und dieses Bild zeigt immer Verstecke. Ja, das ist vor dem Eingang. Moment. Das müsste weiter vorne sein. Das zeigt immer lustige Verstecke. Hier irgendwo. Hey Hund. Weiße Knochen. Mega Potion. Ja. Ist immer ein Hund in der Nähe, den muss man ansprechen und dann bekommt man ein Altern. Je nachdem, was der Künstler gemalt hat. Ziemlich coole Sache. So. Es gibt jetzt eine neue Karte im Umlauf. Und die muss man erstmal finden. Die muss man lange suchen, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Puh. Wer sich das ausgedacht hat, keine Ahnung. So, das war. Also, ich weiß, wo es war. Ich weiß nur nicht, wie die Stadt heißt. Also, fliege ich mal jetzt dorthin. Wo war das nochmal? Es war nicht. Was in Timber? Ich glaube, es war in Deling City. Es war auf jeden Fall in Galbadia. Ja, dort, wo die Card Queen hin ist. So, hier war mal der Garten. Der ist weggeflogen. So, wo ist hier die Stadt nochmal? Ah, weiter vorne. Ah, Deling City, ja genau. Deling City war's. Das erkenne ich sofort am Umriss der Stadt. So, bevor ich heute reingehe, speichern. Und wenn man das nicht weiß, kann man da ewig suchen. Ganz ernsthaft, ich musste dafür die Komplettlösung damals raussuchen. Ja, wer gesehen hat und aufgepasst hat, Score ist Level 100. Ja, das Blöde ist, ich kann ihn nicht rauswechseln. Ich werde es gern tun. Geht nicht. So, jetzt muss man auch noch die Person finden, die neue Karte besitzt. So, und die war in der Einkaufsroute irgendwo, nirgendwo. Darf ich mit dem Bus fahren? Das wäre nämlich schneller. Ja, nein, vielleicht? Nein, kein Bus fahren? Na gut, dann gehe ich zu Bus. Und stolz hier so hinterher. Ich bin nicht mehr sicher, ob es in die Richtung war oder woanders. Ah. Und ja, dass die Grafik manchmal so ein bisschen schwammig ist, dafür kann ich nichts. Ja, das ist so gemacht worden. So. Ah ja, das war noch Zeit, wo hier die Hexe ihren Auftritt hatte. Schade, dass man diese Stadt eigentlich nicht mehr wirklich so besuchen muss. Außer die Karte vielleicht. Vielleicht noch höchst zum Shoppen. Ich glaube, es war der Typ hier im Moment. Also wenn ich das richtig lese, müsste es der Typ das sein. Der schwarz gekleidete Mann hier. Was die Dolet regeln? Meinetwegen. Sudden Death ist dabei. Ansonsten ist hier eine Open Museum. Nehme ich mit. So, ich hoffe, er hat die neue Karte instant. Ansonsten wird wieder ein schöner Schnitt gesetzt für euch. Wir holen alle tolle Unterhaltung. Ja, ich habe mit Diabolos wieder erladen, könnte man sagen. Naja, das sieht direkt. Die Kyros-Karte, eine der wertvollsten Karten. Nicht von den Werten her, sondern von der Umwandlung her. Das ist kein Witz. So, dann schauen wir mal. Die will ich natürlich sofort haben, weil diese Karte ist gigantisch gut. Das ist kein Witz. Lass mal sehen. Der hat verdammt gute Karten, wenn ich das so sagen darf. Bahamut-Karte. Und seine Boss-Karte, ich glaube, die steche ich mal sofort. Das sind zwar nicht die Direct-Regeln, aber ich nehme sie mal trotzdem. Wer sie haben will, geht nicht mehr. Er kann höchstens meine Odin-Karte stechen. Wird er wahrscheinlich auch machen. Yep. Gut. Dann bleibe ich mal ein bisschen defensiver. Wupp. Okay, dann die steche ich wieder. Wupp. Oh. Blöde Idee. Blöde Idee. Egal, Serpent Death ist im Start.
Jetzt habe ich die Kioskarte, ja? Aber er hat dafür Odin. Tja, ein bisschen austauschen tut doch gut. Ah, weißt du was, ich fange mit Diablos an. Das wird kein leichtes Spiel hier. Definitiv nicht. Ja, passt auf, das muss man ihm lassen. Ja, passt auf. Okay. Mal schauen, dass ich wieder zurückstechen kann. Wenn er meine Karte sticht. Wenn ich das hierher tue. Dann stiche ich denn? Dann sticht er zurück, dann kann ich zurückstechen. Ich glaube, ich mach das mal. Was? Er sticht nicht? Gleich aufpassen bei sowas. Ich weiß also, wo er will, dass ich hier reinsetze, eine Karte. Einen Gefallen mache ich ihm nicht. Ich setze hier rein. Ah. Yep. Bitte sehr, die Kioskarte. Dankeschön. So, was kann man aus der Kioskarte machen? Eines der besten Sachen im gesamten Spiel. Das ist kein Witz. So, man kann nämlich Beschleuniger draus machen. Dreimal, das mache ich auch sofort. Das kann man viel früher kriegen. Das kann man schon auf CD1 bekommen, wenn man es richtig macht. Aber ich hatte ein bisschen Pech und ich habe auch ein bisschen rumgefummelt. Die Card Queen ist auch nicht dorthin gegangen, wo sie hin sollte, aber ist egal. Obwohl, die müsste jetzt irgendwo hier sein, aber ich suche sie später. Denn diese, was sind diese Beschleuniger? Diese Beschleuniger sind ein Item. Eines der besten überhaupt. Wo sind sie? Hier. Auto-Hast. Man kann einer GF Auto-Hast geben, ne? Das ist krank. Das ist richtig crazy. Dann schau ich mal. Welche GF hast du gekoppelt, Noah? Warte, da kann man koppeln gucken, ne? So, du hast Quatschkotzler, Shiva, Bahamut, Servus und Kaktus. Einen davon kann ich jetzt sagen, jo, ich gebe dir Auto-Hast. Ich glaube, ich gebe dir Shiva Auto-Hast. Hm, Schieber. Hat er überhaupt Hast gelernt? Dann bei Squall. Ich sag mal, wie war das? Ja. Und bei Quistis. Last but not least. Da habe ich viel Auswahl. Pandemone würde passen. Yep. Hier ist Pandemona. Die sind irgendwie cool. Pandemona, bitteschön. So, und jetzt kann ich jederzeit Auto-Hast haben. Und das ist einfach nur crazy. Bitteschön, Auto-Hast. Hast ist immer aktiv im Kampf. Immer. Dadurch wird die Gruppe extrem stark, weil ich meine, man ist ständig im Hast-Modus. Ja. Ich habe jetzt nicht mehr die Stärke von 52 bei Squall, aber hallo, Auto-Hast ist besser. Und bei Quistis statt Geschick plus 40% hau ich Auto Hast rein, weil Auto Hast ist Geschick plus 50% um den Dreh. Könnt hinkommen. Und ist, man ist auch noch nebenbei geschützt vor Gemach. Also Auto Hast. Stell dir vor, ich hätte es schon auf CD1 gehabt. Kommt schon, das wäre langweilig geworden, oder? Ja, so ein bisschen zusammengefummelt. Endlich mal das hinter mir. Ich könnte jetzt weitermachen mit der Kartenquest, aber das mache ich später. Was ich erwachen will, ist... gute Frage. Das ist eine gute Frage. Wo ich das jetzt hinter mir habe. Ich würde mal sagen, ich gehe die Ragnarok rein und rede mal mit jedem. Hallöchen! Mit Gefühlen schwanken zur Zeit hin und her. Ich bin glücklich, traurig, wütend, unsicher. Alles auf einmal. Dann werde ich wieder zur Ruhe kommen. Ja, das kann dauern. Hoffentlich geht's dir gut. Was wirst du jetzt tun? Echt sorry, was ich vorhin zu Noah gesagt habe. Auch wenn sie ein Hex ist, sie gehört zu uns. Oh ja. So, das Lustige ist, dadurch, dass ich jetzt mit den Leuten hier geredet habe, hat sich was im Spiel ausgelöst. Erinnert euch ja an den letzten Part, wo ich Bahamut besiegt habe? Bei diesem, sag mal,
Insel. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt mit diesen Leuten geredet habe, mit den ganzen Mitgliedern, ist da jetzt was neu. Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll, aber es ist so. Sehr gemein. So, und bevor ich dahin fliege, will ich Xell in der Truppe haben. Truppe, Renoir. Ich hau mal Küste, sehr wahlreich. So, darf mal Xell hier der Reinhauer sein. Denn, ups, dadurch, dass Xell in der Truppe ist, wird das hier ein bisschen interessanter. So. Ich hab's doch gesagt, da unten ist es extrem gefährlich. Aber ich will da schon mal ein bisschen voranarbeiten, denn dort unten gibt es nämlich Gegner, die mir den Energiekristall geben für die letzte ultimative Waffe, nämlich die für Christes. Die von Renewa habe ich schon gemacht. Die habe ich einfach so bekommen. Lustigerweise. Wo ist sie denn? Nein. Ability was? Tankshop. Ja, Renewa, Shooting Star. Yay. Mir fehlen jetzt nur noch die Energiekristalle für Christes ihre beste Waffe. Und dann habe ich's. Die Königinwache. So. Denn dadurch, dass ich jetzt mit den Leuten geredet habe, ist hier dieser Baumstamm gewachsen. Der war vorhin noch nicht da. Man kann da erst runter, wenn der gewachsen ist. Was komisch ist. Der erscheint nur, wenn er mit den Leuten im Luftschiff redet. Ansonsten ist der hier nicht vorhanden. Ziemlich gemein eigentlich. So, hier unten sind extrem gefährliche Gegner, wie ich schon gesagt habe. Und etwas Böses. Wenn ich so viel warten darf. Schauen wir mal um. Das hat mehrere Ebenen. Ist am Meeresboden irgendwas? Sag mal, was ist das? Da ist doch was. Da drüben wird sich ein Pult. Lebt das Ding? Energie zum Wegen der Ebene. 20. Ausreichend bis zum Ausgrabungsort. Die Situation erklären? Mach mal. Der Turm ist durch 6 Ebenen mit dem Meeresboden verbunden. Achtung, Energiemangel. Die Route nach unten ist sichergestellt, aber bitte verzeihen Sie Energie sinnvoll. Durchgang per Rotation der unteren Ebenen. Zylinderkonstruktion mit 6 Ebenen. Okay. Und im Ausgrabungsort unten ist etwas sehr Böses. Benutzpult anzeigen. Derzeitiger Reservedruck 20. Besonergie in 20er Blöcken. Verbleibende Energie 20. Art Energie, Reservedruck, Wahl Energie, Wahl der Route. Durch die Energie engen sich die Räume, die die Ebenen 3 bis 5 verbinden. Energievorrat sicherstellen, um in der untersten Ebene Arbeiten vorzunehmen. Das heißt, man muss hier mit der Energie sehr gut handhaben können. Zylinderkonstruktion mit 6 Ebenen. 3 bis 5. Ab der nächsten Ebene Energie zu ordnen. Okay. In dieser Ebene werden 4 Energie benötigt. Na dann, let's go. Die Tür zur Ebene 2 wird geöffnet. Zu der ersten Ebene muss man 4 Energie abgeben. Das ist kein Wenn und Aber. Dann öffnet sich der Stock zur unteren Ebene. Ich will da runter. Scroll, macht hier Unsinn. So, jetzt aber. So, und je tiefer es wird, desto lustig wird es. So, und jetzt kann ich Einheiten zuordnen. Moment, die zweite Ebene. Ich glaube, ich müsste eine abgeben. Ja, Ebene 3 wird geöffnet. Gut. So weit, so gut. So, und hier unten kommen natürlich Gegner. Habe ich eh das 0% weggenommen? Ich habe vorhin das nämlich angemacht. Scheint so. Und die will ich haben. Hallo, Gegner! Gegner! Ja, nein, vielleicht? Ah! Jetzt muss ich Geld bekommen. Okay. Macht Sinn. So, der Drache, den kenne ich schon. Das ist der Tor zur Hölle. Und ein Bomber. Die zwei wollte ich eigentlich nicht haben. Gleich weiter unten. Nebenbei, man kann das Ganze besetzen, wenn man Fehler macht. Mit der Energieverteilung. Man muss nur ganz nach oben und wieder neu anfangen. Und da fängt der Spaß erst richtig an.
Und ja, Auto hast. Man wird merken, wie stark das eigentlich ist auf Dauer. Oh ja. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter runter. Nein, nicht hier. Hier. So, weit so gut. Dritte Ebene. Bin ich so, warte erstmal. Hier gab's doch etwas Interessantes, glaube ich. Hm. Sieht nicht so aus. Oh, Hallöchen! Auch mal wieder da, Freundchen. Ein kleiner Schoßhund. Die dritte Visage. Kenn ich schon. Halt, eigentlich habe ich nach anderen Gegenden gesucht. Aber ich glaube, die sind weiter unten. Sehr viel weiter unten. Und da, Mann, Renoir macht ja putzig viel Schaden. Und ihr seht, Auto hast. Das geht einfach nur ab gerade. Ich kann nicht mehr so schnell X drücken. So schnell geht das hier. Hui! So, Giftbruder, Dankeschön, brauche ich hier nicht mehr. So geht. Hier muss ich eine Einheit. So. Ebene 4. Da dreht sich das alles ein bisschen. Oh, nein, na. Das Gold da immer so komisch geht, ist weird. So. Ich hatte schon Ebene 5 oder 6, weil da hinten steht eine 6. Das ist interessant. Das ist so ein Hausdrache. Na, hallo. Greif erstmal mit Hauch an. Lustigerweise hat dieser Hauch ein Element. Problem ist nur, ich weiß nicht welches. Ich glaube, es ist Feuer, aber ich bin nicht ganz sicher. Diesen Drachen werdet ihr auch auf Tor zur Hölle sehen, und zwar in Gruppen. Das wird ein bisschen schwierig. Mal analysieren hier, in Grendel. Habe ich ihn wahrscheinlich analysiert? Weiß nicht mehr. Zu lange her. Ein kleiner Drache, der in Wäldern lebt. Wäldern? Machen wir da so einen Orden auf, dann ist schwierig zu besiegen. Schwach gegen Boden, Wind und noch irgendwas. Ah, Holy, okay. Hohe physische Werte, magische Werte, nicht vorhanden. Ups! Nicht zaubern bitte. Angreifen. Zack, zack. Ja, und der Grendel, der hält was aus. Der hält was aus. Das sind doch die einfachen Gegner hier. So, was haben wir hier? Wartet. Hm. Ich dachte, hier wäre was. Zwei davon mal. Das wird hier schon knackig. Die Grendel haben einen sehr hohen physischen Angriff. Der ist nicht witzig. Außer man setzt sie auf Stopp. So, was Kohl gerade macht. Lustigerweise kommt Stopp öfter als wie Tod oder Gift. Sehr interessant. Und Xel, willst du ein Limit machen? Noch nicht? Ja. Jetzt aber. Auf zum Duell! Und dass wir das mal Schaden machen. Und Ende! Also extrem viel. Ja, macht Spaß, wenn ein Xel so viel Schaden macht. Pro Ausführung von 2000. Wenn nicht sogar mehr. Jetzt, was ich eingebe. Putz! Ah, tschee! Ah, zu schnell gedrückt. Oh, ein Monat ist übrig. Ja gut, da kann ich nichts mehr eingeben. Whee! Und je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann Xel so viel Schaden machen. Das ist nicht lustig. Ich glaube, wenn man richtig viel Zeit hat, macht Xel am meisten Schaden von allen. Da gibt es kein Wenn und Aber. 5000? Nice. Und tschüss dich! Ich glaube, der ist tot. Yep. Ich bin gerade überlegen, ob ich Xel auf Gelb lassen soll. Auf zu rein.
Zack. Ich glaube, ich lasse ihn mal so. Dann kann er seinen Schaden machen. Ist nur ein bisschen was. Rarität gelernt. Das heißt, die Gegner hinterlassen jetzt öfter tolle Sachen. So, nehmen wir Autoprotest mal. Ja, die Sachen, die Barmut lernen, die sind teuer. Moment, ich glaube, ich habe was im oberen Stockhaus vergessen. Das schaue ich lieber nochmal nach. Hallo, kleiner Drache. Man könnte jetzt natürlich mit Diablos hergehen und sagen, jo, es tauchen überhaupt keine Gegner auf. Das wäre doch langweilig. Oh, auf geht's. Ich denke, dass mir das nicht. Ich wollte gerade das Lustige machen. Mann, diesen Mega-Angriff. Der immer als letzter steht und so blinkt. Diesen Mega-Angriff vom Cell. Macht nicht unbedingt den meisten Schaden, aber macht viel Schaden. Ups. Zack. Am meisten macht der Meteorwurf. Das ist nämlich prozentualer Schaden. Putz. Yep. Das heißt, es kann 9099 machen oder sogar 0. Lustiger Attacke. Achi. Nochmal 9099 drauf. So muss das. Wenn man jetzt lustig wäre, könnte man nur noch mit Xell spielen. Das geht wirklich. Man führt immer sein Limit auf. Immer wieder, bis jeder Gegner vorbei ist. Wow, und hier kommen häufig Gegner, muss ich sagen. Das ist wirklich häufig. Welche eventuell. Sogar das Diabolos machen mit den 0%. Nebenbei, wenn man das hier falsch macht mit den Einstellungen, also mit dem Dampf verteilen, dann hilft das auch nicht mehr mit den 0%. Und Diabolos, dann wird das vollkommen ignoriert. Ziemlich lustig eigentlich. So, Draschuppe habe ich 100 Stück. Wow. Was soll ich damit? So, das mache ich auch mal schnell, damit ich hier ein bisschen nicht schnell durchkomme, sondern will nur schauen, was da hinten ist. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich glaube es, darum schaue ich nochmal nach. Gibt der Stock was hier? Man konnte hier irgendwo ein Ventil aufmachen, glaube ich. Oder ist es schon zu spät dafür? Also wenn es zu spät ist, dann nicht so schlimm. Zumindest noch nicht. So, hinunter weiter. Ebene 5. Da, aufmachen bitte. Dankeschön. So, hier war auch nichts, ne? Irgendwo konnte man nochmal Dampf kriegen. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war eine dritte Ebene, aber ich habe es verbockt gerade. So, das hier sieht nach einem sehr liftartigen Teil aus hier. Nebenbei, am Ende müssen 4 Druck übrig bleiben, das weiß ich noch. Damit man ganz unten das aufwachen kann. Ebene 6. Na dann, komm da. Da. So, also gut. Moment mal, Maschinen sind mehr Stärke. Zu wählen jetzt diese kaputt geht. Naja, mach mal. Sie gehört dir, Xell, die Tür. Ich bin Maschinenfreak, lass es mir, ja? Das hier, das hier, das hier. Oder doch nicht? Ey, wo kommt der Dampf her? Ich weiß, ich ruhe mich nur aus. Ach ja, das hier natürlich.
Wir hätten es doch lieber lassen sollen. Das ist zwar nicht, was ich wollte. Was funktioniert? Die Tür zum stillen Ozean wird geöffnet. Ha, schaut her! Yeah! Mit Stärke meint man normalerweise was anderes. Dadurch erspart man sich ein bisschen Luftdruck, dass man Hexellen mit hat. Ich glaube, 4 Stück oder so. So, und jetzt sind wir offiziell im stillen Ozean. Und ab hier kommt die speziellen Gegner, die ich im Kopf hatte. Das heißt, es wird jetzt sehr gefährlich eventuell. Also sollte ich ja. Moment, wie viel Stärke hast du? 19. Das passt schon so. Ich könnte jetzt Rauben reinnehmen. Ich lasse es noch bei Stärke Plus, Stärke Bonus. Und hier gibt es auch einen Speicherpunkt, wie man sieht. Ein schöner Speicherpunkt. Na, dich habe ich nicht gemeint, mein guter Hund. Hier kommen auch andere Gegner, die mir eventuell die Energiekristalle geben. Und genau das will ich eigentlich auch. Aber erscheinen die gerade nicht. Anstatt kommt dieser kleine Hund hier, den keiner sehen will. Und deswegen jetzt voll auf die Fresse kriegt. Amen. Ups. Bist du weg? Das war so ein bisschen Schaden. Ja, danke mir. Die Triple Visage ist sogar ein relativ seltener Gegner, weil ich weiß hier unten. Sternsplitter. Nice. So, Speicherpunkt. Den nehme ich mal. Denn ich werde jetzt offscreen mal diese Gegner suchen und mir diese Energiekristalle beschaffen. Und sage bis zum nächsten Bad. Weil hier unten ist es sehr böse. Und ganz unten ist noch etwas Böseres.